Ja, heute ist bei Steam aber schon wieder was los. Zwei Freunde und einer, der zweimal was spielt. Also wir dürfen wieder Botschaft entschlüsseln in der letzten Folge, wie immer halt. Die Botschaft wurde mit einem Ersetzungscode verschlüsselt. Jeder Buchstabe des Alphabets wurde durch ein bestimmtes Symbol ersetzt. Um den Code zu knacken, musst du allen Symbolen die korrekten Buchstaben zuweisen. Berühre die Symbole, bis alles aufleuchtet. Berühre dann den passenden Buchstaben. Wenn du einen Fehler machst, kannst du auf die entsprechende Schaltfläche klicken, um einen Schritt zurückzunehmen, oder du kannst das ganze Puzzle neu beginnen, indem du Reset anklickst. Also, das ist die gleiche Verschlüsselung wie im alten Code. Nur habe ich mir die mal wieder nicht gemerkt. Und es liegt auch schon wieder fast einen Monat dazwischen. So, was haben wir denn alles? Zu selten, viel zu selten, sehr oft. Das könnte AEU sein. S nämlich eher nicht. S muss immer. Kann ich nicht hier auch anklicken? Nein. Nein, nein, nein. Irgendwelche doppelten Buchstaben brauchen wir. Da. S ist eher unwahrscheinlich, also eher ein N. Dann haben wir das hier. Nein, N kann auch nicht sein. Das hier könnte ein und sein. Dann war das hier wahrscheinlich N. Das hier ein U. Und das hier ein D. Dat? Nein. Nicht möglich, dann könnte das hier ein und gewesen sein. Das S, N, auch sehr unwahrscheinlich. D und D kann auch nicht sein. Dann war das hier und, oder? Ein D. Könnte das oben ein sein? Also das hier könnte ein heißen. Nein, kann es nicht. Also auch eher unwahrscheinlich, so wie es jetzt dran steht. Also wie häufig kommen Buchstaben vor? Das hier ist sicher ein A, E, I oder U. Das hier auch. Vielleicht Buchstaben, die öfters vorne an den Dreierblöcken vorkommen. Das wird. Dies hier kommt nur einmal vor. Könnte ja ein und so weiter sein. Boah, Mann. Die letzte Folge ist deutlich zu lange her. Ich vermute mal, dass das ein E ist. Haben wir die Schleife hier? Es könnte ein S sein.
Das andere, wo öfters doppelt vorkommt, ein N oder ein M? Das hier, wie ich vorher vermutet habe, ein N. Essen. Enne. Das hier ein U. Nein. Ja, ein A. Und das hier ein D. Ah, vielleicht das hier wohl eher ein A. Dann. Das S wird nicht stimmen, so. Denne? Also dann sollte es schon einmal stimmen. Was könnte dieser Buchstabe noch sein? M könnte es noch sein? Aber E könnte auch nicht richtig sein. Stattdessen könnte das S tatsächlich richtig gewesen sein. Und das E dafür nicht. Nein, das S kann auch nicht richtig gewesen sein. Es muss ein R sein. Und das hier vielleicht eher ein E. So ein Mist. Oder? Was gibt es für Wörter, wo N, nichts, also irgendwas, wo es umkreist, also nun fällt mir da jetzt ein. Hat falsches Zeichen. Hier, das hier könnte auch ein N sein. Das hier natürlich ein E, das hat es gerade vorher rausgehauen. Daunu macht auch irgendwie keinen Sinn. Eurun auch nicht, auch nicht. War das hier wohl doch eher ein S. Heusun. Nü. Macht auch alles keinen Sinn. Fangen wir mal hier an. War das hier S?
keine Ahnung. Das hier war, glaube ich, das S. Das hier muss S sein. Das hier ein D. Das hier ein A. Das. Das hier ein I. Das hier das E. Macht das schon mehr Sinn oder auch nicht? Irgendwie auch nicht. Vielleicht löschen wir einfach nochmal das Nun da oben. Das andere müsste jetzt richtig sein. Das hier war ein Name. Das hier ein R. Nein, das macht keinen Sinn. Oh Mann. Doch, I, E und R stimmt. Das oben ist Pierre. Das hier T. Und das hier O. Doch. Nein, D kann nicht passen. A muss auch noch nicht passen. Und S auch nicht so. Das hier ist S. Okay, das passt dann trotzdem. Wir hier Piers. Das hier könnte ein N sein. Das hier könnte ein U sein. Dann wird das hier ein M sein. Sei das komische Ding hier ein D. Das hier könnte ein A sein. Das hier das L. Plantard, Pierre tot. Mörder muss Spur. Von Arnaud und Amada. Kamada, Yamada. Sein. Gier. Hier. Wir. Das hier ist das W. Müssen aufpassen. F. Freundin. Das hier wird ein H sein. Das hier ein Y. Das hier ein G.
Ja, jetzt wird's so langsam und dann habe ich auch meine Stunde 20 voll. Macht, das hier ein C und das hier ein K. Das hier wird das Z sein. Und die 8 ist das Scheiße. J. Montan. Pierre tot. Mörder muss Spur von Arno und Yamada gefolgt sein. Jetzt sind wir dran. Müssen aufpassen. Thierrys Freundin hat Pierres Safe geknackt. Sie macht mir Sorgen. Imelda. So viel zu Imeldas Unschuld. Plantin hat für sie gearbeitet. Und für Garchon. Aber warum wollte Plantin mich treffen? Eine Falle vielleicht? Vielleicht steckte er ja auch zu tief drin und brauchte mich, um seine Story zu erzählen. Welche Story auch immer. Eins ist klar, die Story ist es wert, dafür Menschen zu töten. Endlich geschafft. Ich muss mir die Gegenstände aus Plantins Beutel noch einmal näher ansehen. Ah, dann schau dir mal das hier noch an. Das Artefakt zeigt ein Schwert, das über zwei Waagschalen liegt. Die Waagschalen der Gerechtigkeit. Ich frage mich, ob das mit dem Raum am Kai zu tun hat. Ich frage mich das auch. Dann können wir jetzt endlich... Das seltsame metallene Artefakt in Plantins Beutel führt mich zurück zum Kai. Ile de la Cité, eine Stunde später. Ja, dann gehen wir mal rein. Wieso eigentlich nochmal hier hin? Ich weiß das gar nicht mehr. Dann einmal die Patronenhülse drunter stecken. Und perfekt. Komm schon, scroll schneller. Ich möchte die Folge nämlich hier beenden, wo wir in dieser Session versehentlich angefangen haben, weil das zweite Ding nicht richtig funktioniert. Das heißt, noch einmal Spiel sichern, bestätigen. Und dann beenden wir das Spiel. Bis zum nächsten Mal. Ja, nochmal strecken. Auch wenn wir schon später Nachmittag haben. Aber bis zum nächsten Mal. Ich wollte nur nochmal etwas Zeit rauszögern, damit die 2 Stunden voll sind. Die Stunde 20. Bis dahin. Ciao.